So, weiter geht der Spaß hier mit Sentinel... Nee, Sentinel Towers. Sentinel... müssen Sentimentale. Gut, grafisch haut mich jetzt natürlich nicht um. Man ist ganz andere Sachen gewöhnt, wenn man so Spiele von heute sieht. Als Spiel ist irgendwann, ich weiß gar nicht... irgendwas in den 2000er. Ja, sicherlich... alt ist auch was anderes, aber... es ist halt ein niedliches kleines Spielchen und ja, das macht eben auch Spaß, mal zu spielen. Und eben weil das so ist, wollte ich es euch zeigen. Damit ihr auch mal andere Spiele seht als World of Warcraft oder Minecraft. Das spielt ja irgendwie jeder heutzutage. Okay, ich muss hier runter. Es scheint. Speed. Ja gut, gerade noch so rübergekommen. Sicher, dass ich hier noch richtig bin. Sentinel Towers. Schon lange kein Hering mehr gefunden, irgendwie. Aber hier ist eine Eisfläche. Da sind Hering gewesen gerade, glaube ich. Egal, ich wollte die Eisfläche, weil sie rutscht besser, aber... hier mal wieder runter, bergab. Boah, dreh dich nicht so viel. Blöder Pinguin, ey. Gut, dann machen wir das nochmal. Ja, Sentinel Towers machen wir nochmal. Weil ich zu blöde war, das richtig zu spielen. Und yeah, komm, auf eine rutschige Eisbahn. Gar nicht so einfach. Das sieht voll einfach aus, aber es ist nicht einfach. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Vor allem, wenn er auf einmal Speed verliert und dann nicht mehr rüberkommt, ey. Ganz schlimm. Auch wieder ein gewaltfreies Spiel, also kann bedenkenlos von kleineren oder jüngeren Kindern gespielt werden. Für alle Eltern, die ein gewaltfreies Spiel für ihre Kinder möchten, hier haben sie eins gefunden. Und es ist sogar kostenlos, das ist das Schönste daran. Das Einzige, was da kostet, ist das Internet für die Beschaffung, weil Freeware muss man sich runterladen. Aber das dauert auch gar nicht lange, es war bei mir nicht mal eine Minute gerade. Und ja. Ihr seht, es funktioniert und ich habe ein Windows 7 64-Bit System. Und ich mache 20, doch jetzt 20 km/h. Na los, friss ein bisschen schneller. Das ist ein Mini-Projekt eigentlich hier bloß. Okay, das schafft er nicht bis oben. Muss man nicht rüberspringen. Okay. Wüsste ich jetzt nicht mal, wie ich das schaffen soll, mal ohne Witz jetzt. Kann man hier unten lang? Toll, da muss man rüber, weil es sonst nicht geht. Toll. Klasse, ich hänge wieder fest. Okay, nochmal, weil es so schön war. Also dieses Level fordert. Das ist schlimm. Hier braucht man wirklich Speed, ganz viel. Sonst schafft man diesen riesen Hyper-Mega-Sprung da nicht. Oh nee. Tags. Bisschen schneller. Ja, komm. Fein. Das
jetzt geht's wieder bergab, jetzt kannst du wieder versuchen. Jetzt hat er schon mal ein bisschen mehr Speed drauf, das ist schon mal gut. Ob das reicht, ist jetzt die nächste Frage, das weiß ich nämlich nicht. Das ist auf jeden Fall mehr Speed, als ich eben hatte, also in der Hinsicht sollte es im Moment noch keine Probleme geben, so das werden wir jetzt sehen. Ja. Ich sehe ihn nicht mal mehr. Cool. Das ist mies. Wo muss ich denn hin jetzt? Kann man da nicht einfach irgendwie rüber bescheißen, cheaten? Kein Plan, wie ich das machen soll. Ehrlich nicht. Machen wir das mal. Who says penguins can't fly? Nächstes Level. Sentinel Towers ist blöd. Das mag mich nicht. Ich mag das Spiel nicht. Auch das Level nicht. Und ja. Oder liegt es daran, dass ich zu wenig Heringe hatte? Oh, hier habe ich 100 km/h drauf. Über 100. An guten Stellen zumindest. Boah, es ist fast unheimlich. Boah, ey. Yeah, geil. So viel Speed drauf, dass du fliegst. So viel bräuchte ich in dem Level davor auch, in dem Sentinel Towers. Aber ihr könnt es ja versuchen und selbst mal schauen, ob ihr da, ob ihr das schafft, ob ihr fertig werdet, ob ihr das schafft, da rüber zu kommen. Ich habe es mit Sicherheit schon mal geschafft, aber jetzt gerade halt einfach nicht. Normal hatte ich jetzt keine Lust zu probieren. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich wollte euch nämlich viele Level zeigen, nicht nur eins, ständig nochmal, weil ich zu blöde bin, das richtig zu beenden. Also müsst ihr jetzt hier mit Vorlieb nehmen. Boy, es gibt so viele verkackte. Erstens Heringe hier und zweitens so viele Rampen, so viele Möglichkeiten hier zu jumpen, förmlich wirklich zu fliegen für einen kurzen Moment. Das ist der Hammer. Hast du so viel Speed drauf? Yeah! Geil! Und Abflug! Wirklich, wirklich genial. So, ich mache hier einen Cut. Bis gleich.